Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch 10 Jahre Abfuck von Zugezogen Maskulin in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 10 Jahre Abfuck von Zugezogen Maskulin, das Ganze am 7.8. erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl Edition aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist ein Album, das, wie wir schon am Titel erahnen können, die letzten 10 Jahre Deutschrap rekapituliert von Zugezogen Maskulin. Wir haben hier ein Büchlein, ein E-Book mehr oder weniger, und in diesem befinden sich zwei Vinyls. Ja, als erstes werden wir mal wie immer die Folie erlegen. Hier unten bietet sich zum Beispiel an, schauen wir mal, dass wir hier reinkommen, genau. Dann hier mal auf und dann können wir hier wahrscheinlich noch einmal gut der Länge nach. Jawohl. So. Folie geht wunderbar ab. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier ein Hardcover-Buch. Oben links lesen wir den Namen des Duos Zugezogen Maskulin. Rechts oben den Albumtitel 10 Jahre Abfuck. Und das Cover ist hier so gemalt. Und zwar haben wir so eine gelbe Hütte, die hier ziemlich dreckig aussieht. Sieht auch so aus, als wäre die nicht mehr so bewohnt, weil hier rechts ist auch so ein X oder so ein Absperrband, so Holz entsprechend verriegelt. Und dann haben wir hier auch noch eine Person, sieht nach einer Frau aus, die hier zwei blutüberströmte, zwei abgetrennte Köpfe in ihren Händen hält. Eventuell sollen das sogar die Köpfe der beiden Interpreten sein, Testo und Grimm. Ja, also ziemlich heftiges Cover. Auf der Seite in Rot und Weiß einmal das Logo von Zugezogen Maskulin, einmal der Schriftzug. 10 Jahre Abfuck und kauft nicht bei Zugezogen. Ja, hier wird es uns schon verraten. Wir finden ja auch noch ein weiteres Album vor, dazu kommen wir gleich noch. Und das Ganze ist erschienen über 4Music. So, auf der Rückseite offenbart sich dann der gesamte Inhalt, denn wir sehen hier, wir haben hier, auch wenn es gerade nicht scharf stellt, Moment, vielleicht so besser, ja. Wir haben hier zwei Tracklists, und zwar haben wir einmal die hier, Kauft nicht bei Zugezogenen. Das ist das allererste Album von Zugezogen Maskulin gewesen, aus dem Jahr 2011. Und dann haben wir zusätzlich natürlich das reguläre Album 10 Jahre Abfuck. Hier haben wir 13 Tracks mit dabei und ein Feature auf dem Track Fans, und zwar ein Feature von A zum J. So, Logo, Barcode, Labels. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, hier geht das Ganze los. Hier haben wir Vinyl Nummer 1 in so einer klassischen Vinylhülle. Und die ist hier in dieses Buch tatsächlich reingeklebt. Also das kann man hier nicht entnehmen, das ist hier wirklich fixiert. Hier lesen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Also 10 Mal für 10 Jahre. Lesen wir 10 Jahre Abfuck, schwarz auf rot. Dann schauen wir uns gleich mal die Vinyl an, die hier oben vermutlich rauskommt. Ja, genau, geht hier oben auf. So, und die Vinyl kommt hier in einem knalligen Gelb. Hier lesen wir auch wieder in der Mitte in Rot und Weiß 10 Jahre Abfuck. Und dann haben wir hier die Tracklist. 6 Tracks sind hier drauf auf der A-Seite und auf der Rückseite. Das ist in dem Fall natürlich die B-Seite. Hier haben wir dann die restlichen 7 Tracks. Wie gesagt, somit dann 13 gesamt und ein Feature ist mit dabei. So, dann packen wir diese knallgelbe Vinyl mal wieder zurück in die dafür vorgesehene Hülle. Und schauen, was sich hier noch weiter verbirgt. So, die erste Seite. Dann hier in Rot. Wieder mit dem Logo. Und dann geht es hier los mit wunderbaren Fotos. Also, hier haben wir die beiden Herrschaften, Testo und Grimm, in verschiedenen Posen, in verschiedenen Abschnitten. Ja, also hier wird gerade Geld gezählt am Tisch, alles voller 5- und 10-Euro-Scheine. Dann haben wir hier so ein Wandbild, das hier gesprüht wurde.
Und das sind so alles Fotos, die hier so in den letzten 10 Jahren entstanden sind. Also so eine bunte Zeitreise. Dann geht's hier los. Und zwar haben wir hier die ersten Texte mit dabei. Also hier haben wir auch Infos zu den einzelnen Auftritten, zu den Abschnitten ihrer Karriere, unter anderem Falkensee. Auch hier links wieder Fotos mit drauf. Dann hier, sieht fast aus wie so ein Chatverlauf. Auch wieder diverse Fotos, hauptsächlich so vom Tourleben. Oha, wie ich sehen kann, waren sie damals auch in meiner Stadt zugange. Hier unten waren sie scheinbar am Graben vor dem Louis Store. Hier lesen wir auch, der Louis Store war zu. Grüße gehen raus an Moneyboy. Das war in Wien Vorgruppe von Snoop Dogg. Okay, ob ich jetzt Vorgruppe von Snoop Dogg so ganz ernst nehmen kann, weiß ich nicht. Wenn es tatsächlich so war, dann gratuliere ich an dieser Stelle. So, weitere Fotos mit diversen anderen Rappern, hier unter anderem mit Deichkind oder auch hier mit Kummer, aka Felix Brummer. Was haben wir da noch? Mit Milky Chance in Frankfurt. Weitere Fotos. Ja, also wir sehen schon, dieses Fotobuch hier ist Nostalgie pur. Jede Menge Fotos, Behind the Scenes und eben auch immer wieder Texte. Und Fotos und Texte. Und Texte und Fotos. Bunte Collagen. Dann weitere Infos, Tatsache. Es sieht wirklich so aus, wenn ich das hier richtig sehe. War das kein Fake? Man sieht sie hier abgebildet mit Snoop Dogg. Und hier oben steht sogar Drop It Like It's Hot mit Snoop Dogg in Wien. Heftiger Scheiß. So, dann in London. Weitere Fotos, Making-ofs von Videodrehs. Hier nochmal das Foto mit den ganzen Geldscheinen auf dem Tisch. Also ohne Ende Bildmaterial. Und jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Und hier gibt es dann 10 Jahre Abfuck. Ja, das sind die Infos, also die Credits zum Album. Ich hoffe, es ist leider echt schwer zu lesen, hier dieses Grau-Weiß und dann diese schwarze Schrift. Hier haben wir die Credits zum Album. Und was mich besonders freut, wir haben auch hier noch die Credits zum Jahre, also zum Album aus dem Jahr 2011. Kauft nicht bei Zugezogenen. Wunderbar. Dann hier noch die Vinyl, also das Cover der Vinyl von Kauft nicht bei Zugezogenen. So sieht das aus. Und dann schauen wir uns auch hier noch die Vinyl an. Das hier ist ebenfalls natürlich wie die erste auch wieder reingeklebt. Und die kommt jetzt in Schwarz. Also hier ganz klassisch in Schwarz. Das A hier entsprechend eingeringelt. Also das ist die A-Seite. Und auf der Rückseite dann die B-Seite. Wie gesagt, auf diesem Album, Kauft nicht bei Zugezogenen, haben wir 12 Tracks aus dem Jahr 2011. Also insgesamt 25 Tracks. Kleine Info noch zu diesem Album. Das gab es damals tatsächlich in einer sehr, 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 sehr streng limitierten Auflage. Und zwar gab es dieses Album nur 100 Mal auf selbstgebrannten CDs. Und jetzt mit diesem Fotobuch hat man dann hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal auf Vinyl zu haben. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition, in diesem Buch befindet. Einmal das Album 10 Jahre Abfuck vom 7.8.2020. Mit 13 Tracks und einem Feature von A zum J. Und die zweite Vinyl von ihrem allerersten Album aus dem Jahr 2011, Kauft nicht bei Zugezogenen, mit insgesamt 12 Tracks. Ja, all das in diesem wunderbaren Hardcover-Buch, in diesem Vinyl-Buch, Zugezogen maskulin 10 Jahre Abfuck. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Buch bzw. dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Zugezogen maskulin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.